Ja, moin moin zusammen, ich grüße euch hier, Freunde des Fachwerks, Altbausanierer und Heimwerkerhelden. Hier ist wieder euer Fachwerker und ich bin mal wieder live in meinem kleinen Studio für euch mit einem neuen spannenden Thema. Und zwar geht es heute um das PIKEA Brennstoffzellensystem von HPS. Wir schauen uns heute mal an, erstmal ganz allgemein, wie können uns eigentlich solche Systeme, also auf Brennstoffzellen und Wasserstoffbasis, den doch sehr steinigen Weg in die Energiewende letzten Endes einebnen. Ja, wie funktioniert das Ganze? Dann natürlich vor allen Dingen am Beispiel, wie macht das jetzt HPS mit dem PIKEA-System? Wie ist das System aufgebaut und wie funktioniert das Ganze natürlich? Am Ende des Tages geht es natürlich auch immer so ein bisschen ums Geld. Was kostet uns denn jetzt die Autarkie aus so einem System? Das heißt, wir schauen uns mal die Anwendungsfälle an. Wie funktioniert das eigentlich jetzt im System? Wie ist die ganze Berechnung? Und natürlich, was kostet uns der ganze Spaß am Ende des Tages? So, dann steigen wir erstmal ein mit der Frage, wie kann denn jetzt eigentlich so eine Brennstoffzellenheizung vor allen Dingen auf Basis von Wasserstoff als Energieträger ja uns tatsächlich die echte Energiewende unterstützen, ja, also den Weg in die Autarkie bereiten und eben die komplette Loslösung von fossilen Brennstoffen. So, das geht ja im Prinzip schon damit los. Wir wissen, dass alle regenerative Energien haben nun mal das Problem, dass sie nicht stetig liefern können. Das heißt, Sonnenenergie kriegst du eben nur über den Tag. Auch hauptsächlich im Sommer, im Winter ein bisschen weniger, meistens zu wenig. So, und das gleiche mit der Windenergie. Jetzt über Wind will ich gar nicht sprechen, das ist ja nochmal vom Profil her ein bisschen anders, aber wir können uns auf jeden Fall darauf einigen, dass regenerative Energien einfach zu unstetig Energie liefern. Das heißt, ich brauche eigentlich immer Speichermöglichkeiten. Das machen wir ja im Hausbereich, wenn wir uns das jetzt mal anschauen, wie wir das ja jetzt so als Einzellösung bei einem normalen Haus machen würden, wenn du jetzt eine Photovoltaikanlage kaufst. So, damit geht das erstmal los. Jetzt hast du aber das Problem, bei Photovoltaik kennen wir alle, das heißt tagsüber, vor allen Dingen im Sommer, hast du sehr, sehr viel Energie, die du aber gar nicht verbrauchen und auch nicht speichern und sonst irgendwas kannst. Das heißt, die speist du dann ins Netz ein. Gut, kriegst du aktuell so ein bisschen vergütet mit zwei Handküsschen, aber letzten Endes ist das ja nicht das Ziel. Und im Winter hast du halt das Problem, dass die Photovoltaikanlage natürlich relativ wenig Energie erzeugt. Meistens reicht es dann vielleicht gerade so, dann mittags deinen Tagesbedarf zu decken, aber wisst ihr selber, dann abends, nachts und so weiter ist da nicht viel los. Das Ganze kann man natürlich jetzt verbessern, ne, wenn man jetzt darauf picht, den Autarkiegrad zu erhöhen mit, das wissen wir alle, Batteriespeichern ist das nächste Puzzleteil, was man hat. Batteriespeicher haben natürlich den Charme, das heißt, die können sehr schnell Energie speichern und auch sehr schnell Energie abgeben, ergänzen sich also recht gut, das heißt, wenn du also mit der Photovoltaikanlage über den Mittag im Sommer unglaublich viel Energie erzeugst, kannst du die in deiner Batterie speichern und wenn du abends nach Hause kommst, dann kannst du praktisch dann aus der Batterie über Nacht die Energie wieder rausziehen, die du tagsüber erzeugt hast. Funktioniert als Kurzzeitspeicher wunderbar, ist im Moment relativ teuer noch aktuell, weil Batterien nun mal relativ teuer sind und die Speicherfähigkeit, aber man braucht meistens nicht sehr viel und also jetzt von der Kilowattstundenzahl her, das heißt so die typischen, kommt natürlich auf die Auslegung der Photovoltaikanlage und dem Verbrauch vom Haus und so weiter an, aber da redest du ja meistens zwischen 5 und 15 Kilowattstunden an Speicherfähigkeit, ne, so plus minus, wo man sich meistens drin bewegt und diese Speicher sind zwar teuer, aber halt über die Jahre gesehen, rechnet sich das schon vor allen Dingen bei den aktuell dann doch sehr dramatisch steigenden Strompreisen. Die spielen natürlich da immer dann mit rein, dass sich irgendwann solche Systeme relativ gut rechnen. Jedenfalls können wir über einen Batteriespeicher praktisch diesen Tag-Nacht-Zyklus zu einem gewissen Teil zumindest abdecken. Ne, das ist schon mal eine Sache. Aber uns fehlt immer noch ein wirkliches Puzzleteil und das ist die Langzeitspeicherung. Da sind sich praktisch alle Experten einig. Es muss immer eine Möglichkeit geben bei regenerativen Energien. Die Zeit, wo ich die Energie erzeuge, kann ich mir ja meistens nicht aussuchen. Ich kann mir nicht aussuchen, wann die Sonne am besten scheint oder wann der Wind am meisten weht. So, das heißt, da muss ich die Energie immer irgendwie speichern können und dann irgendwann wieder abrufen können. So, und da sind wir uns einig, das ist das Problem. Elektrische Energie, die ich da ja primär erzeuge, lässt sich an sich ziemlich schlecht und ungünstig speichern. Ne? Also sprich, Batterien funktionieren kurzzeitig, haben aber auch wieder Verluste, sind allerdings auch sehr aufwendig von den Wartungen und so weiter und natürlich auch sehr teuer pro Kilowattstunde an Speichereinheit, was man so braucht. Das heißt also, wenn wir jetzt wieder bei unserem Tagesbeispiel oder Jahresbeispiel bei unserem eigenen Haus sind, dann haben wir immer das Problem, im Sommer erzeugen wir sehr viel Energie und wir brauchen sie aber im Winter ebenfalls. Vor allen Dingen, wenn wir dann zum Beispiel mit Strom heizen wollen, mit einer Wärmepumpe als Beispiel, dann brauchen wir ja gerade im Winter, brauchen wir dann relativ viel Energie. Und das ist eben der Bereich, wo auch eine gut ausgelegte Photovoltaikanlage, vielleicht auch mit einer Ost-West-Ausrichtung und so weiter, zwar einen guten Teil der benötigten Energie liefern kann, aber halt nicht alles. Und eben das nicht jeden Tag und deswegen hilft mir eine Batterie dann auch nicht tatsächlich viel. Da brauche ich irgendwas anderes und vor allen Dingen was ich länger speichern kann. Und da gibt es eben den
Wasserstoff. Das ist auch nichts Neues. Das ist letzten Endes schon lange, lange klar, dass der Wasserstoff als Energieträger für so etwas eigentlich optimal ist. Ich kann den Wasserstoff mit Brennstoffzellen, kann ich aus elektrischer Energie Wasserstoff erzeugen. Den Wasserstoff kann ich komprimieren und in handelsüblichen Druckflaschen speichern bei 200-300 Bar. Natürlich ist das auch wieder verlustbehaftet, ist klar, da kommen wir gleich im Rechenbeispiel noch drauf. Aber es funktioniert, das heißt, ich kann den Wasserstoff speichern und wenn der erstmal in der Flasche gespeichert ist, dann ist es eigentlich eine Langzeitspeicherung, weil dann passiert da nichts mehr mit. Der ist dann in der Flasche gespeichert. Und egal wann ich den dann brauche, kann ich den praktisch jederzeit aus der Druckflasche wieder entnehmen, durch die gleiche Brennstoffzelle praktisch jagen und dann wieder elektrische Energie erzeugen. Ja, so, das ist jetzt erstmal das Grundprinzip. Und ja, das Charmante ist letzten Endes, dass sich der Wasserstoff dann relativ problemlos handhaben lässt. Das heißt, ich könnte den theoretisch auch durch mit den Flaschen hin und her transportieren. Ich könnte den sogar durch Pipelines, durch Rohre leiten, wie auch immer. Und da nochmal, was man immer häufig hört, das ist so die Leute mit Wasserstoff. Dann haben sie immer Angst, der Wasserstoff sei gefährlich. Auch da, ich will da jetzt gar nicht so tief drauf eingehen, aber letzten Endes, der Wasserstoff an sich ist eigentlich gar nicht wirklich gefährlich. Man kennt immer, also ich kannte es früher aus der Realschule tatsächlich, das Knallgasexperiment, ja, wo dann der Lehrer vorne das genau richtige Gemisch in so einen Luftballon und den dann geplatzt hat und dann hat gescheppert, dass die Scheiben daraus geflogen sind. Ja, okay, natürlich, ne? Ich kann natürlich einen zündfähiges Gemisch bauen. Allerdings muss man immer sagen, in der realen Welt ist es nahezu unmöglich, den Wasserstoff, weil der so extrem flüchtig ist, ist es nahezu unmöglich, in einer realen Situation dieses zündfähige Gemisch herzustellen. Weil praktisch in dem Augenblick, wo so ein Speicher undicht wird, ist der Wasserstoff auch schon weg. Ja, so, also da gibt es eigentlich fast keine Chance. Und das ist eben so ein bisschen der Irrglaube. Da könnte man vielleicht mal noch ein Video drüber machen, aber ich will jetzt hier auch keine Lobbyarbeit für Wasserstoff machen. Fakt ist jedenfalls, aus technischer Sicht ist der Wasserstoff als Energieträger absolut optimal und da ich ja letzten Endes, wenn ich mit Brennstoffzellen und so weiter arbeite, dann habe ich immer nur einen Kreislauf aus Wasser, also H2O, Wasserstoff, Sauerstoff und Wärmeenergie, die dabei rumkommt, ne? So hin und her. Also das ist eine komplette grüne Geschichte, die eigentlich vollkommen ohne fossilen Energien auskommt. Und das ist eben der Charme an der Wasserstofftechnik. Und das Interessante, jetzt kommen wir nämlich zu unserem PIKEA-System, das HPS mit diesem PIKEA-System tatsächlich eine Systemlösung geschaffen hat, die auf dem Markt jetzt praktisch anfängt, sich zu etablieren. Nach eigenen Angaben hat HPS mittlerweile um die 200 Anlagen verbaut. Das ist natürlich jetzt im deutschlandweiten Maßstab noch eine Pioniersarbeit, ein Pionierprojekt, wenn man so möchte. Aber diese Anlagen laufen zum Teil seit, was ich mir habe sagen lassen, seit über 6 Jahren Funktion ohne Probleme. Und ist eben eine sehr interessante Sache. Und deswegen schauen wir uns jetzt auch erstmal an, wie ist jetzt eigentlich von HPS dieses System insgesamt aufgebaut und wie funktioniert das eigentlich? Ja, als erstes schauen wir uns dann mal den Aufbau an. Welche Komponenten sind eigentlich in so einem PIKEA-System enthalten? Ich gehe mal so einen Schritt an eine Seite, dann kann ich hier mal auch so ein Bildchen dazu einblenden. Man sieht da schon, das ist an für sich relativ unspektakulär, ist einfach nur ein weiß-blauer Kasten. Aber da ist natürlich die Technik, die ist natürlich unter der Haube. Und da sind unterschiedliche Komponenten drin. Sieht man ja auch hier am Bild, ist es ja beschrieben. Das heißt, wir haben also eine Brennstoffzelle, in diesem Fall mit 1,5 Kilowatt an Leistung. Die braucht man dann schon, damit so ein System funktioniert von der Auslegung her. Vielleicht würde man sowas, ja, jetzt mal rein für die Zukunft, sowas noch größer machen, wenn man größere Bedarfe decken möchte. Auf das Rechenbeispiel kommen wir ja gleich noch, aber jetzt in diesem Fall 1,5 kW, damit ich eben in dem einen Fall genug Wasserstoff erzeugen kann oder halt im anderen Fall aus dem Wasserstoff auch genug Energie erzeugen kann, damit das Ganze funktioniert. Dann habe ich da ein Batteriesystem drin, ist integriert in der Anlage, in diesem Fall 20 Kilowattstunden an Speicherleistung, ist also auch gar nicht so wenig, ist schon ein relativ ordentliches Batteriesystem, das ist mit integriert und was auch noch integriert ist, ist ein Wechselrichter, der ist da auch mit drin, weil die Anlage natürlich ohne Photovoltaik überhaupt keinen Sinn macht und deswegen ist die Anlage schon ausgelegt mit dem Wechselrichter für bis zu 17,5 Kilowatt Peak an Solarleistung. Ne, da merkt man auch schon, da ist schon so ein bisschen das System als Auslegung schon integriert. Das heißt, man kann sich jetzt vorstellen, das Gesamtsystem funktioniert also mit einer 17,5 Kilowatt Peak-Anlage über den integrierten Wechselrichter und eben auch der 20 Kilowattstunden Speicher, Batteriespeichereinheit. Und dann natürlich logischerweise, was gehört da auch zu? Natürlich der Wasserstoffspeicher. Der wird dann auch ausgelegt. Das sind verschiedene Module, die man also modular vergrößern kann. Das heißt, so ein einzelner Speicher hat irgendwie was um die 300 Kilowattstunden an Speicherfähigkeit. Jetzt in Wasserstoff, wenn man es jetzt wieder umwandelt. Also das ist, finde ich, auch sehr cool. Das hat HPS nämlich sehr schön gemacht. Die haben jetzt nicht gesagt, ja, da sind jetzt pro Speicher so und so viel Kubikmeter Wasserstoff drin bei dem und dem Verdichtungsverhältnis, sodass dann jeder normale Mensch sagt so, ne? Sondern die haben gleich gesagt, hör mal, ganz einfach, wenn du
wenn du das alles umrechnest mit der spezifischen Speicherfähigkeit von Wasserstoff und der Energieumwandlung und so weiter, dann sind in einem Modul 300 Kilowattstunden elektrischer Energie gespeichert. So, das ist absolut perfekt, weil man so auch als normaler Mensch verstehen kann, was heißt das eigentlich. Das heißt, ich kann diese Module jetzt noch modular erweitern und kann bis zu 1500 Kilowattstunden aktuell praktisch dann aneinander reihen, die ich mir dann in Wasserstoff wegspeichern kann. Und damit kann man schon eine Menge anfangen. 1500 Kilowattstunden. Wenn du das in Batterien speichern möchtest, dann wird es erstmal traurig, weil dann das Portemonnaie nicht mal so richtig leer ist. Und wie gesagt, an der Stelle der Wasserstoff in den Druckflaschen, wenn er da erstmal drin ist, ist dann mehr oder weniger verlustfrei über Monate, über Jahre zu speichern. Das ist eben der große Gewinn dabei. So, das ist also das System. Integriert ist noch zusätzlich eine Lüftungsanlage. Dazu muss man jetzt sagen, da fehlt natürlich noch ein Teil fürs Haus, nämlich die Heizung. So, das ist das Problem. Du brauchst natürlich eine Heizungsanlage. Auch da reden wir natürlich, macht es Sinn, wenn ich jetzt so ein Piquea-System habe oder generell mit so einem System arbeiten möchte. Dieses System arbeitet ja mehr oder weniger 100% auf elektrischer Energie. Das heißt, ich verbrauche und erzeuge elektrische Energie. Da macht es natürlich auch Sinn, an der Stelle eine elektrische Heizung zu besitzen. Das heißt nicht, dass man das nicht auch mit anderen Sachen koppeln könnte. Theoretisch kannst du da auch eine Pelletheizung zuschalten. Aber das führt natürlich jetzt so ein bisschen diesen Gedanken mit 100% Autarkie etwas ad absurdum. Deswegen gehen wir jetzt auch im Rechenbeispiel davon aus, dass man mit einer Wärmepumpe arbeitet, zum Beispiel mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe das Haus beheizt. Oder alternativ kann man natürlich auch eine Luft-Luft-Wärmepumpe oder so ein Lüftungswärmesystem verwenden und dazu dann meinetwegen eine Brauch Wasserwärmepumpe. So, vom Aufbau kommen wir jetzt zur Funktion. Wie muss ich mir jetzt so einen Jahresverlauf mit so einem, naja, autarken Brennstoffzellensystem, am Beispiel hat jetzt der Piquea, vorstellen? So, auch da wieder durfte ich mich bedienen bei HPS auf der Webseite mit den Bildern. Den werde ich mal auch gleichzeitig hier einblenden. Das macht nämlich schon Sinn. Da kann man das sehr schön dran erkennen. Man muss natürlich jetzt unterschiedliche Anwendungsfälle betrachten, nämlich einmal den Sommer, dann die Übergangsmonate, also jetzt Frühling und Herbst und natürlich den Winter. Das ist ja der Witz dabei. So, und wenn wir uns das Ganze jetzt mal anschauen, im Sommer ist klar, weiß jeder, die Photovoltaikanlage brummt, erzeugt reichlich Energie, mehr Energie, als wir eigentlich verbrauchen können. So, was passiert? Die Anlage ist immer so ausgelegt, dass sie natürlich in erster Linie den Batteriespeicher füllt. Und wenn der Batteriespeicher gefüllt ist, dann läuft die Brennstoffzelle praktisch und erzeugt Wasserstoff. Und dieser Wasserstoff wird dann komprimiert und in den entsprechenden Speichereinheiten dann abgespeichert. Also, naja, gelagert, wie auch immer man das nennen möchte. So, das ist also der Sommerfall. Das heißt, dann wird es irgendwann ja dunkel abends. Du hast aber in deinem Batteriespeicher genug Energie, um letzten Endes den Abend und die Nacht und den Morgen zu überbrücken. Am nächsten Morgen scheint ja wieder die Sonne mit reichlich Überschuss. Das heißt, dann wird erst wieder der Batteriespeicher geladen. Und sobald der voll ist, geht es wieder in den Wasserstoff. Tank. So, und das Ganze ist natürlich dann so ausgelegt von der Sache her, das ist eben so ein bisschen die, sag ich mal, die Leistung dabei, dass ich das Ganze so auslege, dass ich über den gesamten Sommer mit eben meiner Solarleistung und der Speicherfähigkeit der Anlage und der möglichen Energie, der Leistung der Brennstoffzelle meine Tanks, meine Wasserstofftanks voll bekomme, aber eben gleichzeitig auch jeden Tag die Energie habe, die ich brauche. Wenn es dann in den Herbst geht oder eben auch der Frühling, da wissen wir ja, da haben wir dann mal ein paar schöne Tage, mal nicht. Da ist das also schon so ein bisschen unstetiger. Ne? Da kann es auch mal sein, dass du tagsüber gar nicht genug Energie aus deiner Photovoltaik bekommst. So, das sind so die Übergangsmonate. Da hast du dann meistens, dann reicht es aber immer noch aus, dass du von deinem Dach die Energie nimmst und aus deinem Energiespeicher und letzten Endes versuchst, letzten Endes auch da wieder in diesen Übergangsmonaten den Energiespeicher immer voll zu halten, weil das ist halt dein Puffer. Ne? Der dient natürlich auch dazu, wenn du mal mehr Energie brauchst, als vom Dach kommt oder schnell Energie, dass das immer aus dem Batteriespeicher dann kommt. Deswegen ist der ja auch schon relativ groß ausgelegt. So, wenn du jetzt, auch in dieser Zeit kann es natürlich mal passieren, dass du mehr Energie brauchst, dann würde die halt auch schon in dieser Zeit aus dem Wasserstoffspeicher entnommen werden. Das heißt, die Brennstoffzelle würde dann an der Stelle den Wasserstoff umwandeln in elektrische Energie. So, das ginge halt auch so. Und das ist jetzt im Prinzip der Weg in den Winter. Im Winter können wir eigentlich ja fast immer davon ausgehen, dass wir über kurz oder lang nicht genug Energie vom Dach bekommen, um dieses System, also jetzt, was ich eben meinte, wie im Sommer aufrecht zu erhalten. Wir erzeugen einfach nicht genug Energie, um gleichzeitig den Tagesbedarf zu decken und auch noch den Batteriespeicher immer voll zu behalten. Das funktioniert halt nicht. Ne? Das ist erstmal, scheint die Sonne weniger und auch mit vernünftig mit Auslegung der Solaranlage schaffst du das halt nicht. Aber das ist ja der Punkt, wo du dann deinen Wasserstoffspeicher hast. Und da auch da wieder, je nach Auslegung, hast du da ja bis zu 1500 Kilowattstunden an elektrischer Energie
in deinen Flaschen gespeichert. Und das wäre eben der Punkt, da würde dann letztendlich die Brennstoffzelle einspringen und die würde dann anstelle deiner Solaranlage, natürlich kommt immer noch ein Rest von der Solaranlage, ganz klar, aber nicht das, was du brauchst. Und der ganze Rest, der dann noch benötigt wird, der kommt letzten Endes dann aus den Wasserstoffspeichern, wird umgewandelt in elektrische Energie und auch da wieder das Prinzip, erstmal wird der Speicher gefüllt, weil den brauchst du immer. Eine Brennstoffzelle, auch da nur kurz als Info, ist immer nur eine, ich sag mal so ein Langläufer. Das heißt, die schmeißt du an und dann läuft die stetig mit relativ kleiner Leistung, also 1,5 kW ist schon nicht wenig, ne? Aber trotzdem, die läuft dann halt stetig und wandelt um und erzeugt Energie. Und du siehst halt zu, Spitzen kann die nicht abfangen. Dafür brauchst du auch immer diesen Batteriespeicher. Das geht gar nicht anders jetzt aus technischer Sicht. Das heißt, der Speicher voll und so weiter und das Ganze läuft über den Wasserstoff. So, und so verbrauchst du über den Winter deinen Wasserstoff, den du dir über den Sommer gespeichert hast. Und schaffst es letzten Endes damit, deinen Überschuss, den du im Sommer produziert hast, tatsächlich mitzunehmen in den Winter, um ihn dann im Winter zu verbrauchen. So, und im nächsten Jahr geht das ganze Spiel wieder von vorne los. Und wenn diese Auslegung korrekt gemacht wurde, dass also, wie gesagt, dein Speicher korrekt ist, deine Photovoltaikanlage die richtige Größe hat für deinen Hausverbrauch wohlgemerkt, dann funktioniert das und dann geht das bis in 100% Autarkie. Ja, das klingt ja alles soweit ganz gut, aber wie das ja häufig so ist, gibt es ja immer auch eine kleine Kehrseite von dem Ganzen. Und das ist natürlich jetzt die Systemauslegung, der Anwendungsfall. Wo ist denn jetzt so ein PIKEA-System für gedacht, wenn wir über Autarkie reden? Was ist denn da tatsächlich möglich heutzutage? Das interessiert ja schon. Wenn man jetzt einen Altbau hat mit, keine Ahnung, 30.000, 40.000 Kilowattstunden an Wärmebedarf, stellt sich ja schon die Frage, kann ich jetzt meine Ölheizung rausschmeißen und könnte das Ganze mit so einem System ersetzen und wäre dann autark oder wie funktioniert das Ganze? Und da muss man natürlich schauen, so ein bisschen den, diesen Gesamtsystemaufbau und wofür dieser Systemaufbau eigentlich ausgelegt ist. Da habe ich auch tatsächlich mit HPS telefoniert und habe mich da ein bisschen aufschlauen lassen. Und ich habe ja eben schon genannt, welche Komponenten da so drin sitzen. Wir haben also eine 1,5 kW Brennstoffzelle, wir haben einen 20 Kilowattstunden in der Batteriespeicher und letzten Endes die Anschlussmöglichkeit über einen internen Wechselrichter mit einer Photovoltaikanlage bis zu 17,5 Kilowatt Peak. Und mit diesem System, mit dem entsprechenden Wasserstoffspeicher, wenn ich jetzt meinetwegen 1000 oder 1200 Kilowattstunden noch als Wasserstoffspeicher dazu habe, dann kann ich mit diesem System einen Grundbedarf oder einen generellen Hausbedarf von 6000 Kilowattstunden decken im Jahr. Das heißt also bei 6000 Kilowattstunden Jahresbedarf wäre ich tatsächlich autark. Es gibt allerdings auch, das hatten sie gesagt, es gibt einige Kunden, die haben es geschafft, mit so einem System auch bis zu 8000 Kilowattstunden an Jahresbedarf zu decken. Allerdings nicht ohne Zusatzaufwand. Also dann muss man schon wirklich eine Photovoltaikanlage speziell darauf auslegen, dass sie zum Beispiel im Winter besser funktioniert. Mit meinetwegen Fassaden, mit senkrecht stehenden Fassadenmodulen oder sogar einem zusätzlichen, noch etwas mehr Leistung, nicht 17, sondern 20, 25 Kilowatt Peak als Anlage, um letztendlich auch genug Energie erzeugen zu können an den etwas schlechteren Tagen im Winter, weil das ist nämlich dann der Knackpunkt. Wenn ich nämlich dann schaue, ich brauche mehr Energie, dann ist immer das Problem, sag ich mal, die Schlüsselelement ist letztendlich die Leistung der Brennstoffzelle, ne? Weil die hat halt 1,5 kW, das heißt, mit einer großen Photovoltaikanlage im Sommer kann ich das Problem nicht lösen, weil die Brennstoffzelle dann in dem Fall gar nicht genug Wasserstoff erzeugen könnte, so oder so nicht. Also ich kann natürlich mit der großen Photovoltaikanlage ein bisschen mehr meinen Jahresbedarf dann verbreitern, dass ich ja Frühling, Herbst besser dastehe. Aber das Problem im Winter habe ich dann trotzdem, ne, dass ich da jetzt, also das, wie gesagt, ist eben für wirklich große Verbräuche aktuell nicht so möglich, weil wir da eben gewisse Elemente drin haben, die man nicht einfach mal so vergrößern kann, wie bei einem Gasbrenner, wo man einfach sagt, komm, ne, ob 20 kW oder 30 kW ist da relativ egal. So einfach ist das dann nicht. Aber ich finde, mit den 6000 Kilowattstunden, die dann ja auch schon autark funktionieren, kann man ja schon eine ganze Menge machen. Wenn man sich heutzutage mal anschaut, und das werden wir gleich im Rechenbeispiel auch mal machen, ein normales Niedrigenergiehaus, Passivhaus oder sowas, also KfW 70, 55 KfW, wie 40 diese Häuser, wenn die jetzt nicht gerade 250 Quadratmeter haben, dann kommt man damit schon relativ gut hin und kann eigentlich schon fast von einem autarken Haus reden. Ja, und dann kommen wir jetzt zu meinem persönlichen Lieblingsteil, nämlich den entsprechenden Berechnungen. Wir gucken uns jetzt mal an, wie funktioniert das eigentlich auf der monetären Seite? Ja, letzten Endes müssen wir ja irgendwann auch mal über Geld sprechen. Was kostet mich denn jetzt so eine Autarkie? Das heißt, wir gucken uns jetzt erstmal zwei Beispiele an bei der Berechnung, kommen dann auf so ein paar Zahlen, Daten, Fakten und am Ende klären wir natürlich mal noch so interessante Fragen wie, was
kostet mich eigentlich so eine Kilowattstunde aus meinem autarken Brennstoffzellensystem und vor allen Dingen auch, wann amortisiert sich eigentlich jetzt mein autarkes Brennstoffzellensystem im Vergleich eben zu anderen Möglichkeiten. Das Rechenbeispiel, ich habe es ja eben schon erwähnt, jetzt bei der Piquea ist ja auf 6000 Kilowattstunden Jahresverbrauch ausgelegt, um letzten Endes autark das Ganze betreiben zu können. Das heißt, ich habe auch jetzt mein Rechenbeispiel auf 6000 Kilowattstunden gelegt. Um so ein Gefühl für zu bekommen, wenn man jetzt sagt, 6000 Kilowattstunden pro Jahr elektrische Energie wohlgemerkt, ist das realistisch oder nicht? Und ich finde, ja, das ist durchaus realistisch für ein normales Einfamilienhaus im Bereich 100 bis 150 Quadratmeter in einem normalen Nutzungsprofil. Wenn man jetzt mal sagt, okay, ich habe vielleicht 3,5 bis maximal 4000 Kilowattstunden an Stromverbrauch, den ich so habe, ne, wie gesagt, für Fernseh, Playstation, Kühlschrank, whatever. So, da komme ich so auf 4000 Kilowattstunden pro Jahr an Stromverbrauch. Das ist auch eigentlich total realistisch. Dann bleiben ja noch ungefähr 2000 Kilowattstunden zum Heizen. So, wenn ich jetzt ein relativ niedrig Energiehaus habe, mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe als Beispiel das Ganze betreibe, dann komme ich ja selbst bei einem normalen COP von 3, was jetzt ja nicht gerade sonderlich dolle ist, ne, mit einem normalen COP von 3, käme ich ja schon bei 2000 Kilowattstunden elektrischer Energie am Ende auf rund, auch da jetzt nur ganz grob, ist eine Beispielrechnung, grobe 6000 Kilowattstunden an Heizwärme, die ich damit erzeugen könnte. Wohlgemerkt, auch was man nicht vergessen darf, jetzt schreien wieder die Ersten, ich sehe es schon, aber eine Luft-Wasser-Wärmepumpe im Winter, die hat doch ganz, ganz schlechten COP. Ja, ja, Freunde, aber im Winter, da erzeugt ja schließlich auch eure Brennstoffzelle ein bisschen Wärme mit dazu. Ne? Das heißt, die sorgt dann schon dafür, dass die Brennstoffzelle dann, dass die Wärmepumpe gerade im Winter natürlich auch ein Stück weit entlastet wird. So, von daher ist also diese Rechnung mit so einer Wärmepumpe gar nicht mal so aus der Welt. So, das heißt also, auch da wieder auch mal so einen Vergleich zu bekommen, was dürfen Häuser eigentlich heutzutage brauchen? Jetzt reden wir gerade mal nicht über einen Altbau, ein KfW-70-Haus zum Beispiel, da gibt es ja auch Grenzen, wann es ein KfW-70-Haus ist und so weiter. Und ein KfW-70-Haus, das darf so grob pro Quadratmeter, ich glaube, das muss unter 45 Kilowattstunden bleiben pro Quadratmeter pro Jahr. Also, ich kann das mal hier mit einblenden. So, das heißt also, ein KfW-70-Haus liegt irgendwo bei 6.500 Kilowattstunden pro Jahr. Damit würdest du das also jetzt tatsächlich nicht autark hinbekommen, zumindest ist nicht, wenn dein Haus 150 Quadratmeter groß ist. Ein KfW 40 Haus liegt natürlich ein ganzes Stück drunter oder ein KfW 55, wie gesagt, ich blende die Zahlen hier mal ein, aber dann merkt man schon, selbst mit so einem KfW 55 Haus, was ja technisch gesehen heutzutage ein Standardhaus ist, solange das unter 150 oder in diesem Bereich 150 Quadratmeter liegt, kämst du mit 6000 Kilowattstunden an Wärme tatsächlich aus. Ja? Also das will ich damit sagen, das ist tatsächlich ein System, was in der Praxis eine Autarkie liefern kann. Klar, bei einem Altbau mit 10.000 Kilowattstunden Wärmebedarf funktioniert das Stand heute natürlich nicht, aber das steht dann letztendlich wieder auf dem anderen Blatt. Man kann das System ja auch als teilautarkes System betreiben. Es muss ja nicht immer 100% sein, es würden ja zum Teil auch 95% reichen, weil oft ist es ja so, auch in der Technik, dass diese letzten paar Prozent immer das sind, was richtig aufwendig zu erreichen ist. Also von daher, also das erstmal so als grobes Rechenbeispiel. So, und dann habe ich das Ganze nochmal durch einen kleinen Excel-Rechner gejagt. Den stelle ich euch auch gerne wieder zur Verfügung. Hier könnt ihr, ich mache unten einen Link in die Beschreibung, da könnt ihr das dann runterladen, wenn ihr wollt, und selber ein bisschen mit den Zahlen spielen. Jedenfalls habe ich mir jetzt mal einfach mal zwei parallele Anwendungsfälle angeschaut. Also zum einen natürlich 6000 Kilowattstunden Jahresbedarf an Strom. Und ich mache gar nichts. Das heißt also, ich habe weder eine Photovoltaik, noch eine Brennstoffzelle, noch gar nichts, sondern ich bezahle einfach jeden Monat meine Rechnung an den Energieversorger. So, das ist natürlich erstmal die erste Linie. So, ich gehe mal wieder einen Schritt zur Seite, dann kann ich das hier parallel mal einblenden. Und so, dann hat man im Prinzip, also das ist natürlich jetzt die Ausgangssituation, wenn man erstmal original gar nichts macht. So, da sehen wir schon, da ist eine Linie, da sieht man vor allen Dingen auch, was passiert, wenn man eine prozentuale Steigerung, also jetzt nur zur Erklärung, ich habe jetzt hier eine prozentuale Steigerung von 3% pro Jahr drin. Allerdings, weil ich mir jetzt nicht so sicher war, ihr seht ja, der Bereich ist sehr, sehr, sehr lang. Ne? Wir reden da ja von 70 bis 80 Jahren jetzt hier gerade. Ich möchte mich jetzt nicht anmaßen, die Preissteigerung in 30 Jahren noch vorherzusagen. Deswegen flacht die Kurve nach, ich glaube, ich habe es gesagt, nach 20 Jahren etwas ab. Da habe ich dann nur noch 2% Preissteigerung drin, weil das ansonsten schon fast ins Exponentielle dann geht. Ja, also das ist dann schon dann sehr weit außer Richtung. Also das ist natürlich auch wirklich nur jetzt mal eine Rechenzahl, um mal so ein Gefühl für das ganze System zu kriegen. Also da sieht man schon, die Preissteigerung bei Strom ist da schon signifikant. Ich habe angefangen allerdings heute mit 37 Cent in dem Rechner, weil das ja der Strompreis ist, auf den wir wahrscheinlich dieses Jahr zusteuern werden als Grundpreis. Ja. So,
Und deswegen habe ich es mit 37 Cent. Wenn man natürlich jetzt weniger nehmen würde, wenn jetzt der ein oder andere von euch noch einen 28 Cent Vertrag hat oder einen 30 Cent oder 32 Cent Vertrag, wie gesagt, den Rechner stelle ich euch zur Verfügung, könnt ihr dann auch selber eintragen, dann wird die Kurve natürlich so ein ganz klein wenig flacher, ist logisch. So, das ist jedenfalls erstmal die Kurve, wenn ich 6000 Kilowattstunden einfach stumpf verbrauche und einfach gar nichts mache. So. Interessant ist natürlich immer dann auch die, die parallele Betrachtung zu einem typischen Anwendungsfall, wie man ihn heute hat. Und für mich ein typischer Anwendungsfall ist, die Leute haben halt schon eine Photovoltaikanlage. Mit meinetwegen auch hier jetzt das Beispiel, was ich jetzt genommen habe, hier für den Vergleich, eine 10 Kilowatt Peak-Anlage mit einem entsprechenden Energiespeicher. Ne, so, da hat man dann natürlich eine entsprechende Investitionskosten und so weiter und dann kommt da so eine Linie noch dazu. So, da sehen wir schon, ich sag mal so, der Standardfall, man sieht nach ungefähr 15 Jahren amortisiert sich die Anlage nach heutigem Stand und man sieht dann natürlich ganz leicht fließt der Strompreis mit ein, weil ich habe logischerweise keine hundertprozentige Autarkie, das heißt ich bin immer noch vom Strompreis abhängig, aber dadurch, dass ich einen entsprechenden Anteil selber erzeuge, man sieht es, ne, das ist eben dann über die Zeit ein ganzes Stück flacher das Ganze. So und jetzt wird es interessant, also da auch da nur, da habe ich jetzt für die Werte, ich blende es immer parallel mit ein, aber da habe ich jetzt 25.000 Euro angenommen plus eben die Wartungskosten, die du natürlich auch für eine Photovoltaikanlage hast, sprich ja, Wartungskosten, also sprich Versicherungen, technische Wartungen, wie zum Beispiel den Energiespeicher und vor allen Dingen auch die dann den Wechselrichter und so weiter. Das muss ja auch alles immer ab und zu mal gewechselt werden. Ne? So, sonst hieß es ja nicht Wechselrichter. Ja, jedenfalls, so, das ist da alles mit drin jetzt in dieser Kurve. Könnt ihr halt sehen, wenn das selber alles im Rechner rumfummelt, ist da alles mit integriert. Na, so. Jetzt kommen wir zu unserer Piquea. Ne? Die Piquea hat natürlich eine sehr, sehr hohe Eingangsinvestition. Die kostet also momentan laut Hersteller bis zu 120.000 Euro. Es kommt natürlich immer darauf an, wie viel Speicher braucht ihr und so weiter und so fort. Aber da liegst du so bei ungefähr 120.000 Euro Grundinvestition. Dazu brauchst du natürlich auch noch zusätzlich eine Photovoltaikanlage. Ne? Da ist zwar ein Wechselrichter in die Piquea integriert, aber natürlich die Photovoltaik brauchst du extra. Wenn du jetzt sagst, okay, ich bleibe dabei, eine 17 Kilowatt Peak-Anlage schließe ich damit an, dann brauchst du natürlich noch einmal Geld für die 17 Kilowatt Peak-Anlage, die nochmal zusätzlich dann on top kommt zu diesen 120.000. Aber es gibt tatsächlich auch im Rahmen der Bundesregierung eine kleine Förderung von ja immerhin 15.000 Euro an Förderung, weil du ja letzten Endes, das ist so ähnlich wie bei der, was ich mal vorgestellt habe, die Fissmann-Brennstoffzelle, die ja mit Erdgas funktioniert, ne, weil du ja trotzdem eine Kraft-Wärme-Kopplung hast und dafür kriegst du halt eine Förderung. Ist ein bisschen mau, weil eigentlich du hast hier gerade ein System, was die Energiewende löst und kriegst dann quasi einen Handschlag für. Ne, so, und andere, die sich eine Ölheizung nochmal neu einbauen, die kriegen den gleichen Handschlag dafür, dass sie eine Brennwertheizung einbauen, naja, wie auch immer. Und da denke ich mal, da muss die Regierung auch in Zukunft irgendwas machen, dass diese Förderung höher wird. Aber nichtsdestotrotz reden wir also jetzt erstmal von einer Eingangsinvestition von 130.000 Euro. So, das sieht dann in der Geraden so aus hier, blende ich dann mal mit dazu ein. Und dann seht ihr natürlich, die Gerade ist natürlich sehr, sehr flach. Wir reden jetzt über ein autarkes System. Das heißt, die Energiekosten spielen in dieser Betrachtung keine Rolle mehr. Die gesamte Steigerung von Energiekosten spielt da keine Rolle mehr. Der Strom kann so teuer werden, wie er will für euch. Spielt überhaupt keine Rolle mehr. Was man allerdings jetzt da nochmal zu sagen muss, wir haben jetzt also von, in diesem Fall bei der Piquea von HPS, habt ihr dann praktisch einen Wartungsvertrag, weil wir haben natürlich logischerweise, ihr seht, es ist ja eine Gerade mit einer Steigung. Woher kommt die Steigung? Die Steigung kommt natürlich von den monatlichen, jährlichen Wartungskosten für so eine Anlage. Da macht Piquea das allerdings, wie ich finde, recht einfach und auch recht, transparent für den Benutzer, wie auch immer. Ihr zahlt jedes Jahr 500 Euro an Wartungskosten und das kann man sich im Prinzip so vorstellen wie ein All-Inclusive, rundum sorglos Paket. Also die sagen dann, egal was passiert, dieser Vertrag läuft für 10 Jahre und egal was passiert, ihr zahlt jedes Jahr 500 Euro, da wird das System gewartet und ob die Brennstoffzelle kaputt geht, ob der Batteriespeicher kaputt geht, der Wechselrichter, der ja ebenfalls mit drin ist, kaputt geht, egal was, ist alles inklusive, dann in diesen 500 Euro. Das heißt, ihr habt also keine unnötigen oder irgendwelchen anderen Ausgaben mehr. Ne? Also ein rundum sorglos Paket. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich ein bisschen von beeindruckt, dass die das bereitstellen können für 500 Euro. Wie gesagt, da ist der Batteriespeicher mit drin und da ist auch der Wechselrichter mit drin. Also Komponenten, wo der ein oder andere schon weiß, na, okay, nach 10 Jahren, so ein Wechselrichter, der ist da schon durchaus mal drin. Naja, wie gesagt, 500 Euro für das Ganze. Jetzt drängt sich natürlich die Frage auf,
Wie sieht denn das aus nach 10 Jahren, wenn der Vertrag ausläuft? Was läuft denn dann? Und da ist Piquet ja gerade selber noch oder HPS selber noch so ein bisschen in der Findung, wie sie das machen. Der Trend wird wahrscheinlich dahin gehen, dass nach 10 Jahren deine Anlage einmal refurbished wird. Also es ist so, bei der Brennstoffzelle ist tatsächlich der Stack, wo also die chemische Umwandlung stattfindet. Das nennt sich Stack bei einer Brennstoffzelle. In diesem Stack, da sind halt die Membrane drin, wo letztendlich diese ganze chemische Geschichte stattfindet. Die verschleißen am Ende des Tages und die werden wahrscheinlich nach 10 Jahren dann getauscht. Und da muss man natürlich ein paar Euro für vorsehen. Ne? Also so ein Stack, je nachdem wie modular, aber die Piquea ist relativ modular aufgebaut. Deswegen würde ich mal schon sagen, dass das recht günstig möglich ist. Aber trotzdem liegst du da garantiert in so einem Bereich von 1.000 Euro, vielleicht 1.500 Euro. Plus, dass du natürlich auch, wenn du jetzt einen Anschlussvertrag machst, vielleicht noch andere Sachen tauschen musst, Pumpengruppen oder Verdichter oder sonst irgendwas, also jetzt hier für die Speicherung, wie auch immer. Da gibt es aber noch keine Zahlen zu, deswegen habe ich mal einfach behauptet, du wirst ungefähr nach 10 Jahren nochmal 2.000 Euro bezahlen müssen, damit dieser Wartungsvertrag verlängert wird. Ne? Dann wird praktisch ein großer Service gemacht von 2.000 Euro, die Brennstoffzelle wird getauscht und so weiter und dann sagt eben HPS wieder, okay, jetzt machen wir weitere 10 Jahre diesen Wartungsvertrag mit den 500 Euro. Ne? So denke ich mal, wird das System ungefähr laufen. Das heißt also, 500 Euro pro Jahr plus 2.000 Euro alle 10 Jahre macht also insgesamt 700 Euro jährliche Betriebskosten für dein System. Und was man nicht vergessen darf, du hast natürlich trotzdem noch die Photovoltaikanlage auf dem Dach. Die muss ja auch versichert werden und eventuell ja auch das ein oder andere Mal gewartet werden. Das heißt, da habe ich jetzt mal in dieser Geraden, die ihr da seht, auch nochmal 200 Euro draufgerechnet. Das heißt also, unser System startet mit 130.000 Euro an Eingangsinvestitionen und jährlichen Kosten von 900 Euro. Ja, aber man sieht schon, im Vergleich zu den anderen Geraden ist das natürlich ein ganzes Stück flacher. Ne, so. Und dann, wenn man jetzt mal die, sagen wir mal, neuralen Punkte sich anschaut, dann ist natürlich klar, wenn ich jetzt frage, wann amortisiert sich so ein System? Das ist ja immer die erste Frage, wann amortisiert sich das System? Dann sieht man ja schon, bei ungefähr 40 Jahren, 40 bis 42 Jahren, wobei das natürlich sehr spekulativ ist, weil man die genaue Entwicklung des Strompreises natürlich nicht so wirklich vorhersagen kann. Also wenn man jetzt dabei bleibt, 3% bis vielleicht 3,5% oder es bleiben 2%, aber dann bewegt sich das eben in diesem Bereich. Wenn der Strom günstiger bleiben würde, klar, dann würde sich so ein System tatsächlich erst nach vielleicht 50 Jahren amortisieren. Wenn der Strom noch teurer wird, also wenn das noch extremer wird und dann würde sich so ein System vielleicht sogar schon nach 20 Jahren oder 30 Jahren amortisieren. Das hängt halt so ein bisschen mit dem gesamten Strompreis zusammen, weil das ist ja das, wovon ich mich tatsächlich unabhängig mache. Wenn man es dann vergleicht, ihr seht ja auch da die Kurve, mit unserem anderen System, jetzt euer Nachbar, der hat jetzt nicht eine Piquea gekauft, sondern der hat ganz normal seine ganz normale Photovoltaikanlage mit dem Speicher laufen. Da habe ich jetzt auch nur die groben Kosten reingerechnet, was eben Wechselrichter und eben auch den Speicher betrifft, was du da an Wartungskosten hast über die Jahre. Plus natürlich, dass du die ersten 20 Jahre ja Einspeisevergütung kriegst. Naja, zumindest 20 Jahre lang Handküsse von der Regierung für deine Einspeisung, aber halt auch nur die ersten 20 Jahre. Die sind so ganz grob hier mit eingerechnet. Da sieht man jetzt hier in dieser Kurve natürlich nicht so ganz. Ne? Aber man sieht schon, wenn ich das damit vergleiche, dann ist natürlich diese Amortisation gegen so eine Anlage mit der Eingangsinvestition ganzes Eck später erst. Das heißt, da reden wir über 70 Jahre, 75 Jahre, ne, im Vergleich. Da würde ich allerdings nur eine Anmerkung zu machen. Jetzt könnte man ja sagen, es macht ja irgendwie keinen Sinn, 70 Jahre für so ein System, bis sich das gegen eine heutige standardmäßig verfügbare PV-Anlage mit Speicher amortisiert. Warum soll ich dann so ein System nehmen? Ja, jetzt würde ich mal so eine These in den Raum werfen, wo man dran denken sollte. Jetzt nehmen wir mal an, wir würden uns alle Photovoltaikanlagen kaufen plus Speicher. Das heißt, wir würden alle unseren Energiebedarf signifikant reduzieren und bräuchten halt nur noch so ein bisschen im Winter mal Strom. Ja? Was glaubt ihr, was dann die Energieversorger machen, ne, die euch vorher terawattweise Strom verkauft haben und auf einmal nur noch im 100.000er Kilowattstundenbereich liegen an Stromverbrauch? Ja? Dann kann ich euch Brief und Siegel drauf geben, dann holen die sich das Geld woanders her. Das heißt also, vielleicht die 500 oder die 1.000 Kilowattstunden, die ihr dann jährlich noch beziehen müsst von dem Energieversorger, die werden dann richtig teuer. Ne? Dann ist es vielleicht gar nicht der Strompreis, der dann in die Höhe geht, sondern dann sind es eben die Anschlusskosten oder die Zählerkosten. Dann lassen sie sich irgendeine andere Gebühr einfallen, dass du am Ende des Jahres trotzdem wieder 2.000 Euro Kosten hast für deine paar Kilowattstunden, die du trotzdem noch ziehst. Ne? Also das ist natürlich jetzt nur eine ganz wilde Behauptung von mir, aber ich sag mal so, die werden, wenn wir jetzt alle den Energieverbrauch drastisch reduzieren würden und nicht mehr kaufen, dann müssen sie irgendwas machen. Ne? So, und den einzigen Hebel, den sie dann noch haben, ist letzten Endes dein Stromanschluss zu Hause, dass der richtig
teuer wird. Das heißt, dann macht es schon, und das wäre jetzt so eine Sache, in dem Moment ist es natürlich, diese 70 Jahre sind dann Schall und Rauch, weil dann würde die Kurve natürlich auch nach oben gehen, ist klar. Das heißt, die Autarkie ist ja eigentlich das Ziel. Und da sollte man in dem Sinne immer drauf hinarbeiten, ne? Ja, und jetzt kommen wir in dem Zusammenhang mal auf die interessanten Fragen. Ich habe nämlich auch auf meinem Community-Tab mal die Umfrage erstellt. Wann müsste sich eigentlich für euch so eine autarke Anlage amortisieren? Das ist ja auch immer so ein bisschen die Frage. Ja? Und jetzt haben wir ja gerade schon gesehen in den Kurven, na, das ist ja schon relativ weit in der Zukunft an für sich, zumindest ein Stand heute. Ne? Da haben viele geschrieben, so eine Anlage müsste sich für mich nach 20 Jahren amortisieren. Und einige haben auch gesagt, na okay, 30 Jahre darf es schon dauern. Und dann habe ich mir mal die Frage gestellt, was kostet mich eigentlich so eine autarke Kilowattstunde aus meinem System? Ja, so, und wann ungefähr, wann ist der Punkt erreicht, wo man sagen muss, okay, jetzt bezahlst du eigentlich für Strom, bezahlst du eigentlich mehr als, also aus dem Netz, bezahlst du mehr als ich jetzt aus meiner autarken Brennstoffzellenanlage. Und ja, wie gesagt, wenn man jetzt die 30 Jahre nimmt, mal nur so als Rechenbeispiel, dann haben wir in den 30 Jahren brauchen wir natürlich 6.000 Kilowattstunden pro Jahr. Das bedeutet also über 30 Jahre gesehen sind das 180.000 Kilowattstunden, die wir natürlich jedes Jahr zu dem aktuellen Strompreis, der ja dann immer weiter steigt, einkaufen müssen. Und dann kommst du auf eine Jahreszahl von so ungefähr, auf eine Gesamtsumme von etwa 105.000 Euro, die dich praktisch der Strom über 30 Jahre Stand heute mit den entsprechenden Entwicklungen, die man jetzt so aus der Glaskugel nimmt, was man dafür bezahlen müsste, 105.000 Euro. Parallel dazu, wenn ich jetzt meine Anlage nehme, meine Piquea, die kostet mich in der Zeit einmal natürlich die 130.000 Euro Investition plus 900 Euro jedes Jahr an Wartungs- und Betriebskosten, dann liegst du so ungefähr bei 157.000 Euro. Also da merkt man schon, okay, wir sind natürlich ein bisschen drüber. Ne? So, daraus ergibt sich dann letzten Endes ein Kilowattstundenpreis nach heutigem Stand von etwa 87, paar zerquetschte, also 87 Cent pro Kilowattstunde. Wenn man jetzt mal überlegt, 87 Cent pro Kilowattstunde, wer hat Anfang des Jahres vielleicht ja von seinem Energieversorger eine Kündigung bekommen, plus eben einen neuen Versorgungsvertrag. Wie gesagt, ich hatte ja schon ein Video drüber gemacht, da waren Strompreise, Energiebezugspreise von teilweise 92 Cent waren hier im Umkreis im Gespräch pro Kilowattstunde, die du dann dem Netzbetreiber geschenkt hättest. Also da merkt man schon diese 87 Cent für eine Kilowattstunde, wenn man jetzt einen Amortisationszeitraum bis 30 Jahre vorsieht, ist eigentlich gar nicht so weit aus der Welt. Also es ist jetzt nicht so, dass die Kilowattstunde 8,50 Euro kosten würde. Ne? Das ist schon ein Bereich. Das ändert sich natürlich ein bisschen, wenn wir jetzt sagen, nein, die Anlage muss sich nach 20 Jahren amortisieren. Dann würde mich nämlich der Strom, ich brauche dann ja nur 6.000 Kilowattstunden über 20 Jahre, sprich 120.000 Kilowattstunden, der würde mich etwa 60.000 Euro kosten, ne? Weil dann natürlich die ersten 20 Jahre da nicht so eine starke Steigerung drin ist. Die Anlage kostet mich aber trotzdem 130 plus die Wartungskosten, also sprich etwas über 140.000 Euro. Und ja, wenn du das halt nur auf 20 Jahre nimmst, dann kostet eben so eine Kilowattstunde tatsächlich 1,23 Euro oder so. Ne? Also jetzt, wenn man das Ziel hätte, dass sie sich nach 20 Jahren rechnet, das ist eben noch so ein bisschen unrealistisch. Aber ich sage mal so, auch da, um mal so ein Gefühl dafür zu bekommen, nach 20 Jahren ist für so ein System eigentlich auch Quatsch, weil letzten Endes eine Brennstoffzelle, das Verschleißteil da drin ist, der Stack, wenn der alle 10 Jahre getauscht wird, dann kann so eine Brennstoffzelle mehr oder weniger verdammt lange laufen. Ne? Da gibt es also eigentlich nicht viel Verschleiß dran. Und so diese Druckspeicher zum Beispiel, die sind genauso langlebig. Die werden alle 10 Jahre einmal geprüft vom TÜV und dann war es das. Und dann laufen die auch. Überlegt mal, was ihr an Erdgas oder Flüssiggas speichern. Wie lange es die schon irgendwo gibt. Die werden alle 10 Jahre und dann laufen die meistens auch ein Heizungsleben lang. Ne? So, das ist im Prinzip nichts anderes. Und so, da sind also wenig Verschleißteile bei. Und eben in diesem Wartungsvertrag sind ja eigentlich die verschleißhohen Sachen wie der Stromspeicher und eben der Wechselrichter sind da ja inklusive. Ja, und die Solarmodule, auch da werden einige bestätigen können, Photovoltaikanlagen laufen auch schon sehr, sehr lange. Die verlieren natürlich über die Jahrzehnte ein wenig an Leistung eventuell. Ja. Aber am Ende des Tages funktionieren, tun die aber trotzdem noch. Das heißt also, man kann durchaus sagen, wenn so eine Anlage 30 Jahre oder 40 Jahre in Betrieb ist,
dann ist das schon eine ganz gute, ich sag mal, ein relativ normaler Anwendungsfall. Es ist also jetzt nicht so, dass ich so eine Anlage unbedingt nach 10 Jahren amortisieren muss, weil man weiß, nach 15 Jahren ist es Schrott. Also das will ich nur damit sagen. Also, und man muss eben auch bedenken, wenn man jetzt sagt, das ist ja letzten Endes, haben wir ja an den Kurven auch gerade gesehen, das Hauptproblem ist ja der hohe Einstiegspreis. Die laufenden Kosten sind gar nicht das Problem. Der hohe Einstiegspreis ist das Problem. Da wird es mit Sicherheit auch in den nächsten Jahren noch ein paar Verbesserungen geben. Vor allen Dingen, wenn sowas mehr noch in Serie gefertigt wird, dann wird sowas natürlich auch ein bisschen günstiger, aber natürlich nicht auf die Hälfte. Ja, und da kommen wir nämlich dann auch noch zu meiner letzten Frage. Was darf denn jetzt so eine Anlage kosten, wenn sie sich nach 20 oder 30 Jahren amortisieren muss oder soll? Ne? So, das haben sich ja viele von euch gewünscht. So, wenn ich jetzt mal eben genau diese ganzen Betrachtungen nehme und die Gleichung ein bisschen umstelle, dann darf praktisch so eine, wenn ich die jetzt sage, die soll sich nach 30 Jahren amortisieren, dann darf so ein System, so ein komplettes Piquet-System, Stand heute 77.000 Euro kosten. Das ist eben das, was da am Ende des Tages übrig bleibt. Wenn sie 77.000 Euro kostet, dann komme ich eben mit den Wartungskosten und so weiter genau in den Bereich, dass ich nach 30 Jahren das Ding abbezahlt habe, dass die dann also in dem Augenblick dann Gewinn erwirtschaftet. Merkt man schon, ist sportlich, wenn wir heute über 130.000 reden, das ist ja schon fast eine Halbierung. Aber was ich meine, wenn man da noch so ein bisschen mehr jetzt erstmal in die Serienfertigung geht, wir sind ja noch im Pionierstatus mit 200 Anlagen, aber wenn man da ein bisschen mehr in die Serienfertigung geht, in die Massenproduktion, dass da einfach die Komponenten noch ein bisschen günstiger werden, vielleicht auch die Konkurrenz dazukommt und vielleicht der ein oder andere Politiker da Anteile dran erwirbt, dass da auch dann eventuell mal ein bisschen Lobbyarbeit geleistet wird, ist das schon realistisch, dass das ein ganzes Stück günstiger wird und oder dass es letztendlich mehr Kaufanreize durch Förderprogramme für so etwas gibt, weil wir reden hier ja tatsächlich über eine vollständige Lösung, über das Energieproblem, was wir gerade reden, ne? Über den Wasserstoffspeicher und so weiter. Das ist ja tatsächlich mal eine Lösung. Also eine Lösung ist es ja nicht, Ölheizungen zu fördern oder Gasheizungen zu fördern. Das ist ja eigentlich keine Lösung für unser Problem. Ne? So, solche Heizungen, die werden dann eben nicht wesentlich besser gefördert. Und da muss tatsächlich mal irgendwie was passieren, aber das funktioniert natürlich nur über entsprechende Lobbyarbeit, wie man das immer so schön sagt. Aber wenn man jetzt mal nochmal schaut, okay, das sind der 77.000, was ich schon durchaus realistisch finde, was man schon machen kann, wo man durchaus hinkäme. Wie sieht es denn aus? Viele von euch wünschen sich ja, dass so eine Anlage nach 20 Jahren bereits amortisiert ist. Und da muss ich euch so ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen, das wird wahrscheinlich nichts. Weil Stand heute mit den Energiepreisen, dann dürfte so eine Anlage, so eine komplette Anlage, nur noch um die 42.000 Euro kosten. Und das ist definitiv unrealistisch. Na, wir reden ja hier schließlich auch davon, dass da noch eine Photovoltaikanlage bei ist, ein Energiespeicher und eben auch dann die Brennstoffzelle und das Ganze drumherum. Na, so, da kommst du mit 42.000 nicht hin. Das kostet zum Teil heutzutage schon nur eine Anlage, wenn ihr euch die kauft, eine große Photovoltaik mit entsprechenden Stromspeicher. Da zahlst du schon Mitte 30 bis Anfang 40.000. Für. Na so, also da muss man sich den Wind aus dem Segel nehmen, das wird nicht funktionieren. Aber, was ich meine, nach den 30 Jahren mit den 77, da kommen wir der Sache schon tatsächlich näher und das halte ich tatsächlich für realistisch und auch da bin ich durchaus von beeindruckt, dass es doch schon so weit ist von der Technik, dass man wirklich sagen kann, wenn wir das jetzt noch ein bisschen breiter ausrollen, plus so ein bisschen Unterstützung mal von der Regierung bekämen, dann wäre das wirklich mal eine Lösung, die man auch breit einsetzen könnte. So, zum Abschluss von meiner Seite noch ein kleines persönliches Fazit zu dem Brennstoffzellensystem und natürlich auch dem Piquet-System. Es ist jetzt eigentlich keine neue Erkenntnis, dass wir im Bereich der Energiewende jetzt über regenerative Energien irgendeine Möglichkeit brauchen, Energie möglichst langfristig speichern zu können. Batteriespeicher sind dafür nicht geeignet und auch alle anderen Speichermöglichkeiten, die da gerne mal so vorgeschlagen werden, sei es jetzt zum Beispiel Pumpspeicherkraftwerke oder sonst irgendwas, die lassen sich halt nicht, wenn man das jetzt mal deutschlandweit betrachtet, logischerweise nicht überall aufbauen. Nur weil du in Süddeutschland ein Pumpspeicherkraftwerk realisieren könntest, hilft dir das halt eben an der Nordseeküste nichts. Und da fehlt uns letzten Endes dieses Puzzleteil Langzeitspeicher. Wir wissen ja schließlich, regenerative Energien haben nun mal das Problem, dass sie nicht vorhersehbar sind von ihrer Erzeugungskurve her und natürlich grundsätzlich sehr unstetig funktionieren von der Erzeugung und ich natürlich damit keine wirkliche, ohne eine Zwischenspeicherung, keine stetige Energieversorgung realisieren kann. Wenn ich also von den fossilen Brennstoffen, von der Kernkraft weg möchte, dann brauche ich irgendeine Möglichkeit, diese elektrische Energie irgendwie zu speichern. Und der Weg, das über eine Brennstoffzelle zu machen, die praktisch dann die elektrische Energie direkt in Wasserstoff umwandelt,
Das ist eigentlich nichts Neues. Das gibt es schon seit vielen, vielen Jahrzehnten, kann man schon bald sagen. Und dass eben genau dieses Prinzip und gerade dadurch, dass ich den Wasserstoff relativ einfach speichern kann, dass das eigentlich das entscheidende Puzzleteil sein könnte, die Energiewende tatsächlich zu realisieren, jetzt in der breiten Masse, das müsste in meinen Augen eigentlich noch wesentlich mehr mal gefördert werden und müsste eigentlich wesentlich mehr in die Medien auch mal kommen. Da finde ich es schon recht interessant, wenn ich mir jetzt dieses PKR-System mal anschaue, dass sie tatsächlich trotz diesem, ich will es mal fast schon nennen, Gegenwind, ne, da man ja keine Unterstützung bekommt aus der Regierung, aus Förderprogrammen, sonst irgendwas, es ist keine Unterstützung wirklich da, dass sie schon so weit sind, dass sie schon über 200 Anlagen installiert haben, die laufen tatsächlich, dass sie auch vor allen Dingen 200 Kunden gefunden haben, die ja dann auch bereit sein müssen, diesem Pioniergeist mitzugehen, die auch zu sagen, okay, Stand heute kostet die Anlage natürlich ein bisschen mehr als eine normale Versorgung, aber ich möchte eben autark sein und ich möchte vor allen Dingen auch Vorreiter sein. Das ist immer sehr löblich. Ich gebe es ja zu, ich bin ja auch immer ein Typ, der auch sagt, ah, so eine Investition, die muss ich natürlich rechnen, wobei ich aber auch dem Stand sagen würde, wenn die sich nach 30 Jahren rechnet oder auch bei so einer Anlage, wenn ich jetzt absehen kann, dass die 40 Jahre, 50 Jahre, 60 Jahre läuft, dann darf die sich natürlich wesentlich später auch rechnen, weil diese Autarkie ist natürlich eine sehr, sehr interessante Sache, sich tatsächlich unabhängig zu machen, als eigener Privatmann unabhängig zu sein von Energiekonzernen. Du kannst sagen, hier, behalt deinen Stromanschluss, will ich gar nicht mehr haben. Ich hatte ja zwischendurch schon gesagt, da muss man vorsichtig sein, wenn wir jetzt alle keine Energie mehr verbrauchen, aber trotzdem im Winter noch immer wieder mal so einen kleinen Schuss brauchen, dann wird dieser Schuss eben irgendwann mal richtig, richtig teuer werden. Ja? Und da ist ja immer sehr viel ungewiss und mit den Konzernen und so weiter. Und dadurch eben unabhängig zu werden mit so einer Lösung ist dann schon ziemlich cool. Und das ist ja auch nur eine Betrachtung von dem Ganzen. Es gibt ja auch noch die sogenannte Quartierslösung, wie man das so nennt. Das heißt, jetzt reden wir gerade über ein System pro Haus. Und ein System pro Haus ist natürlich auch nicht immer so, ich sag mal, so effizient, ne, an der Stelle. Und da gibt es eben die sogenannte Quartierslösung. Das heißt, man macht das auch im Blockheizkraftwerksektor sehr häufig. Ich nehme also praktisch ein Wohngebiet als Beispiel mit 20, 50, 100 Häusern, je nachdem. Lege das System auf diese 100 Häuser aus. Also sprich, alle 100 Häuser hätten dann entsprechende Solaranlagen. Die laufen alle zusammen auf einen Speicher. Die laufen alle auf entsprechende Brennstoffzellen. Die teilen sich dann auch den entsprechenden Wasserstoffspeicher und so weiter. Und dadurch, dass ich verschiedene Benutzerprofile habe, ne, der eine verbraucht Mittagsstrom, der andere ist gar nicht zu Hause, der verbraucht dafür Nachtstrom, weil er halt, ne, so, dadurch, dass ich verschiedene Nutzerprofile habe, lässt sich das Ganze sehr effizient zusammenschalten. Und diese Quartierslösungen, die sind im Prinzip das, was man ja mit solchen Speichermöglichkeiten und letzten Endes Umwandlungsmöglichkeiten sehr effizient hinbekommt. Das einzig Problematische, was ich persönlich daran jetzt sehe, ist letzten Endes die Notwendigkeit eines Batteriespeichers. Klar, jetzt bei der gerade angeschlossenen Quartierslösung ist das nicht ganz so. Also da teilen sich natürlich dann viele Haushalte den Speicher und so weiter. Aber wenn ich es jetzt pro Haushalt nehmen würde, eine 20 Kilowattstunden Batterie, Batterien sind ja wirklich das Problem. Jetzt fangen ja in der Autoindustrie alle an, die großen 2-Tonnen-SUVs zu bauen, damit die auch schön ihre 600 Kilometer Reichweite haben, damit wir uns bloß nicht umgewöhnen müssen in der Mobilität. Das heißt, da werden unglaublich viele Batterien reingefeuert. Dann fängt die Luftfahrt auch mittlerweile an, mit Brennstoffzellen zu hantieren. Das heißt, auch Kleinflugzeuge und auch größere Mittelstreckenmaschinen, sag ich mal, werden nach und nach jetzt, da gibt es diverse Forschungsprojekte, wo die dann mit Brennstoffzellen laufen, aber auch die brauchen natürlich dann eine Batterie jedes Mal, weil die auch da das Problem haben, dass sie natürlich Energie für den Start und so weiter brauchen, die nicht eben aus der Brennstoffzelle kommt. Das heißt also, die Anwendungen für Batterien, die werden eigentlich auf der Welt überall mehr. Das Problem ist aber, dass nach heutigem Batterietechnik viele, seltene Erden da drin verwendet werden, also Rohstoffe, die jetzt eben nicht so einfach auf der Welt verfügbar sind. Und wenn wir das jetzt sagen, wir reden ja auch da wieder über Energiewende, bedeutet ja eigentlich auch global. Also wir müssten ja eigentlich sehen, wenn wir tatsächlich unsere Welt mal retten wollen, dass wir tatsächlich global darüber reden müssen, wie wir das hinbekommen. Und da ist natürlich diese Komponente Batteriespeicher so ein bisschen schwierig. Vielleicht gibt es da in Zukunft ja Speichermöglichkeiten, elektrische Energie in eben etwas grüneren Energiespeichern zu speichern.
speichern, als eben jetzt in meinetwegen einer Lithium-Ionen-Batterie. Aber da sehe ich halt im Moment noch so ein bisschen das Problem. Naja, so viel dann jedenfalls dazu von mir zu dem Thema Brennstoffzellenheizung. Ich persönlich finde, das ist ein sehr, sehr interessantes Thema. Ich hoffe, ihr auch. Wenn noch was sein sollte, schreibt es gerne in die Kommentare. Vielen Dank an der Stelle auch noch an HPS für das Bereitstellen von den entsprechenden Bildern, dass ich die verwenden durfte. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde es tatsächlich beeindruckt, dass diese Brennstoffzelle, dass das so gut schon funktioniert. Und ich hoffe mal, da werden wir in der Zukunft noch so einiges von hören. Wenn das für euch interessant ist, können wir natürlich auch zu so jetzt generell zu solchen Geschichten auch mal noch ein Video vielleicht mal machen, wenn ihr da noch irgendwelche speziellen Fragen zu habt. Und ja, da würde ich sagen, an der Stelle danke ich euch wie immer fürs Zuschauen und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, Leute. Ciao, ciao.